Moin Moin, meine Lieben, herzlich willkommen zurück vom Großen Preis von Österreich mit dem Rennen und dem Virus. Im Rennen zurück hier und der Camillo mit dabei auf Jawohl. Österreich. Jo. 18 Runden, Fahrzeit angeblich 21 Minuten. Ja, ne? Man hat dann was war das? Die Ultraweichen mit 8 Runden und die roten Superweichen mit 10 Runden gut aufgeteilt, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, viel ändern würde ich jetzt auch nicht oder sowas. Dann jetzt los, war. Jo, gucken wir mal. Gucken, wie sich der Start hier verhält. Mann, Mann, Mann! Diese beschissene Ampel, Frühstart. ey. Ja. Hier wieder einer. Na gut, besser so, als wenn du irgendwie kaputt gefahren wärst oder so. Ich hab's mit dem Frühstart. Das ist diese Ampel. Da kommt's aber nicht. Das ist so. Aber das Problem haben wir eigentlich schon seit gestern, oder? Ja. Das, wo du denkst, da kommt sie jetzt. Nein, da kommt sie doch nicht. Das ist so ein Nervenkitzel mit dir selbst. Das ist, ey, oh. Auf jeden Fall. Erstmal auf dem Mager ein bisschen durch die Gegend fahren. Ja. Ich muss ja durch. Ja, mach ich den Durchschrittstraff? Nee, warte, ich fahre noch eine Runde, denke ich. War gerade überlegen, fährst du jetzt rein oder fährst du jetzt noch nicht rein? Naja. Ich muss innerhalb 3 Runden muss ich die Durchschrittsdingsbums machen da. Ach so, ja. Ja, weil ich ja Frühstart hatte. Naja. Jetzt kann ja wieder ein bescheidenes Rennen werden. Das mal freundlich auszudrücken. Ja, obwohl das geht noch, finde ich. Ach, scheiße, Mann. Kurve verkackt, ey. Voll über Curve drüber. Geh nicht über Curve und Nein. ziehe 2000 Euro ein. Formel 1 Monopoly. Bin so aufgeregt gerade. Ich brauche mehr Scheiße als. Dann wird es aber gleich Zeit für dich, wa? Ah, nächste muss ich rein. Oh, mein Teamkollege ist gar nicht so schlecht da platziert, sehe ich gerade. Die sind gleich wieder alle an mir vorbei. Das wird wieder eine Scheißkämpferei, ey. Jo. Aber es ist ja auch noch dann 15 Runden Zeit dafür, über 14. Ja, ich will ja nicht disqualifiziert werden. Nee. Wäre nicht gut. 1,11? What? Ja, ist ja noch nix. Beste war mal 1,10. Nein, will ich mehr, mehr. Ich will aus der Box mit Gas raus. Los, 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 los. Oh, mein Teamkollege ist auch an dir vorbei. Sehr schön. Aber die hast du ja schnell wieder, diese lahmen Sachen da. Aber wird eng. Wo, 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 vor Massa noch. Ach da. Ja, geht doch noch. Dann ist mein Teamkollege also im Moment siebter. Guck an. An meinem Flügel?
ist alles grün, Jeff. Also, ne, ja, ich bin am Boxenausgasse. Boxenausgasse. Boxenausfahrt. Leicht, Da hast du da in der Kurve leicht angedutscht. Da haben wir nicht, Kasching. Ach so, alles klar. Ja, wir sind ja passend bei Karneval. Aber ich bin froh, wenn morgen das ganze Karnevalsgedöns wieder rum ist. Ja, ich hatte nicht immer mal, obwohl, ja gut, bei dem Schnee wird man sich das, glaube ich, auch nicht antun. Also die wenigsten. Ja, und hier bei uns ist das ja mit Karneval auch nicht so. Da müsste man extra dann erst nach Saalhausen oder sowas. Oder nach Gölle. Verstappen. Die Braut, die hole ich mir auch noch. Das ist unglaublich, was sich der Jeff, Alter, voll labert, ey. Boah. Na guck. Also die hinter mir sind boah, echt. Boah, der Verstappen, Alter, der zieht aber auch. Und auf einmal zieht. Red Bull ist ja nicht lahm, ne? Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 5,0 Sekunden. Oh Mann. Aber sieht auch gut aus, Hassen da. Oh, kommt der ran, Alter. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Ja, näher dich dem Boxen, bla bla, Jeff, bla bla bla. Die Kurve, würde ich sagen, war noch einigermaßen geschmeidig. Ich lasse extra rollen, damit er rumkommt? Nö. Das war Miroslav. Oh, Van Dorn, was machst du denn hier so lahmarschig? Die erste Überrundung, die ging aber schnell. Oh, da ist schon einer rausgeflogen. Ging aber schnell. Mir wird nichts angezeigt, keine Ahnung. Ja, in dieser Kurve, wo ich jetzt hinkomme, da... Ah, okay. Schade. Konnte so schnell den Namen nicht lesen. Ich hab auch nicht geguckt, wir haben uns so zu spät angezeigt. Oh! Der Curve, der hätte mir beinahe jetzt aber... Oh, hat sich schon wieder einer geledert. Leute, was ist denn los? Der Eriksen im Kies, auf dem Gras. Oh Gott, oh Gott. Müsste eigentlich DRS haben, Alter. Sind doch direkt hinter dem. Ja, wenn du in der nächsten Messung dann halt drinne bist, ja.
Es kommt eben auf die Messpunkte an. Bottas und Vettel. Bottas sieht wieder rüber. Vergiss nicht, diese Runde an die Box zu kommen. Warum? Oh, Vettel fährt rein. Ja, und er versucht einen Undercut zu machen dann. Oh, der Bottas auch. Sehr schön. Nur der Raikön war schlau. Na ja gut, wer weiß, was die sich davon versprechen. Kann auch sein, dass die dann hinterher dann, weil wir ja sowieso noch müssen. Nein, nein! Die roten Reifen sind... Oh, komm rum! Scheiß Karre! Gibt's doch nicht. Ich hasse dieses Auto. Ich hab mich fast gedreht gerade. Oh Mann. Oh, weißt du was? Ey, schieb dir doch diese Scheißgurke in den Arsch, ey. Ich geb's auf. Kein Bock mehr. Heute ist der Wurm drinne. Heute ist der... Okay. Ach, leck mich am Arsch, Alter. Nee. Was machst du da für eine Rotze? Alles in Ordnung? Sag mir, ob es dir gut geht. Alles gut, alles gut. Ja, extra kaputt fahren ist scheiße. Ach, fuck it. Hallo. Dreh dich noch 10 Jahre. Scheiß roten Reifen da. Na komm, mach hin. Wir kommen als Vierter wieder raus. Scheiße. Nur wegen dem schwulen Dreher da eben. Upsala. Einmal vom Controller abgerutscht, ey, und schon kannst du... Jo, geht schnell. Ja, Vettel, verzieh dich.
Ja, Hamilton. Ach, du bist ein Pansen, Alter. Yo, nehm mich aufs Korn, du blöder Penner, Alter. Ach, das gibt's doch nicht. Ja, ich bin's wieder gewesen, klar doch. Ich werd voll auf die Gabel genommen, aber ich bin's. Er kommt auch nicht ohne Schaden davon. Ne, Schaden habe ich jetzt nur gelben Frontflügel. Ja, ich frage mich, waren die schon an der Box oder müssen die noch? Also Vettel war, glaube ich, schon mal. Bottas war, Vettel war, glaube ich, auch schon mal. Scheiße. Nun können ja von vorne starten. Oh, der Vettel jetzt kein Blödsinn macht. Ich wusste es, dass er rüberzieht. Gut, dass ich noch nach... Dieser blöde Penner! Da bist du zu früh rübergezogen, man hat's gesehen. Nee, bin ich nicht. Ich bin auf meiner Linie geblieben. Ich bin ja noch nicht mal rübergezogen. Oh, jetzt kommt die scheiß Karre nicht rum. Erst nehmen sie einen auf die Schippe und dann wird man wieder weggeschoben, ey. Geil. Oh, der Teamkollege ist hinter dir. Abbrechen, Junge. Ist doch zum Kotzen, ey. Und nur weil diese Scheißkarren sich Ewigkeiten brauchen zum Drehen, kommt man dann wieder nicht mehr hinterher. Wow, bis 8 da. Okay. Naja, scheiß Dreher kostet Zeit. Bis hinten gegen. Oh, ist mal Perez gekrallt. Komme ich doch nie wieder dran, die Scheißidioten. Nö. Nee. Das ist wohl vorbei. Deppen da, Alter. Du fährst auf jeden Fall zu Ende, oder? Ja, sicher. Ich bin doch Siebter. Warum soll ich nicht zu Ende fahren? Sind Punkte. Wenn ich noch die zwei vor mir kriegen würde, wäre geil. Sieht so aus, als wären das beide Red Bull da vorne. Ah, jetzt fahre ich auch so ein bisschen hier auf letzter Rille. Ob das so gut ist, ist eine andere Sache, aber... Jo, sind beide Red Bull, die machen sich sogar noch gegenseitig fertig.
Tja, in der Kurve kann man schön innen fahren und der lachende Dritte bin ich. Nur die anderen, die sind leider 10.000 Kilometer weit weg. Na Leute, da sieht man mal wieder, wie schnell so ein sicherer Sieg wieder fliegen kann. Ja. Oh, 17. von 18. Runde. Ja. Oh. No. Kurve war jetzt nicht so toll. Oh, dein Teamkollege und mein Teamkollege hängen zusammen. Ja, immer noch. Da tut sich auch nichts mehr. Traurig, aber wahr. So, letzte Runde und dann ist gut. Und Kimi Räikkönen gewinnt, hat das Rennen gewonnen. Guck an. Scheiße. Ziehen die mit den Punkten natürlich wieder so ein bisschen weg. Aber wenigstens noch den fünften noch ins Ziel gebracht. Ach, nee. Gucken, was das Endresultat ist. Ja, das Podium Dings brauchen wir uns jetzt nicht reinziehen. So, ja. Ach du Jemine, für die hat es wieder Punkte geregnet. Oh, der ist sogar Neunter noch geworden. Perez 8. Guck an. Ja, meine Lieben. Oh, Vios 18. Nicht Letzter. Also komplett Letzter. Interessant. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, das war es wieder vom großen Preis vom Spielberg. Ist nicht gut gelaufen, aber naja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut's rein, macht's gut. Tschö. Ciao mit V.